Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vessel in Schnubbis Playground. In der letzten Folge habe ich hier meinen Staubsauger geholt. Und wie es jetzt weitergeht, habe ich selber keinen Plan. Oh. Aufgesogt. Keine Ahnung, was das jetzt so weit bringt, aber Hauptsache, ich bin erstmal hier durch. Ah, tschüss. Und ich bin immer noch froh, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Und weiter geht die wilde Fahrt. Naja, bis auf das Wilde. Hey, und aufwärts! Ach, jetzt sind wir hier bei einem neuen Protokolleintrag. Verbesserte Ausrüstung. Durch die Protoplasma-Raffinerie kann ich die faszinierenden Eigenschaften von Protoplasma für meine Ausrüstung verwenden und sie verbessern. Ich kann die Erfindung 1 wählen und dann mit ausreichend Protoplasma im Sammeltrichter 2 das Rad drehen. Und drehen 3, um das Endprodukt zu erzeugen. 4. Also, Erfindung wählen. 1. Dann muss ich Protoplasma in den Sammeltrichter packen. Der ist da oben. Das Rad drehen, das dürfte hier 3 sein. Und das Endprodukt wird dann mit dem Schalter erzeugt. Okay. Also, Protoplasma. Ach, ich hätte erstmal die Erfindung wählen sollen, ne? Upsi. Nehme ich denn mal, was heißt das eigentlich? Naja, ich habe das Protoplasma ja trotzdem noch. So. Dann versuche ich das jetzt nochmal. Voll ist er. Dann muss ich jetzt das Rädchen drehen. Rädchen drehen. Ah, wie soll ich denn das drehen? Ach, komm schon. Muss ich vielleicht an dem Rädchen kurbeln? Nee, das ist der Abfluss. Mist. Komm her. Wie soll ich denn hier hochkommen, um an dem Rädchen zu drehen? Also hier hoch kann ich ja, indem ich den Schalter betätige. Na, ich versuche das nochmal. Au. Au. Ach, diese Kopfschmerzen. So. Mixe ich hier erstmal mit dem weißen Zeug rein. Bis zum Anschlag. Zum Drehen komme ich irgendwie nicht. Den Schalter bewegen kann ich auch noch nicht. Also ich kann mich zwar festhalten, aber irgendwie passiert da nichts. Von daher... Da springe ich auch gegen.
Da muss ich nochmal in den Protokolleintrag gucken. Ich soll den hier bewegen, ja, aber wie denn? Ich kann mich da doch nicht festhalten. Da ist ja nichts zum Festhalten. Ich drücke 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Und alles in einem Stück und da passiert aber nichts. Lass ich den nochmal leer. Vielleicht kann ich mir den nicht leisten, weil da oben die ganze Zeit so 2 und 3 und sowas stehen. Mache ich einfach mal das Ding. Vielleicht geht das ja. Oh. Den wollte ich jetzt nicht hier fallen lassen. So. Dann mache ich da mal. So voll. Aha. Aha. Geht das auch? Yay, burn, baby, burn. Boah, schwindelig. Und platsch. Neue Düse halten. Düsen wechseln. Das saugt jetzt breit gefächerter dann. Kann man ja auch hier auf dem Bildschirm ein bisschen erkennen. Auf dem Bild meine ich. Gut, wo wir jetzt setzen? Oh, ich glaube, da geht's nur runter. Gucke ich mal, ob ich links da eine Treppe finde. Also die Treppe noch benutzen kann. Soweit ich weiß, war da ja eine. Mit der ich gekommen bin. Jump, 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 jump. Und erstmal wieder drücken. Gucken, was passiert. Den Wasserdampf ziehen die Dinger wohl nicht an. Was das bringt, keine Ahnung. Reparatur der Fabrik. Ha, geht doch. Ich habe die Berichte aus einer Fabrik erhalten, dass ihre Fluoros nicht richtig funktionieren. Sie bedienen die Ausstattung unkontrolliert, vermischen sich mit gefährlichen Flüssigkeiten und erzwingen die Evakuierung der Anlage. Es gibt sogar Berichte über komplett neue Formen von Fluoros. Das ist natürlich absurd. Es gibt nur eine Art von Fluoros, die meiner ursprünglichen Erfindung. Als Erfinder dieser Maschine muss ich mich zu der Fabrik begeben und sie wieder betriebsfähig machen. Ja, dann begib dich mal. Kaputte Maschinen. Der erste Punkt auf der Tagesordnung hier ist, so viele Öfen wie möglich zu finden und zu reparieren. Da sie durch nicht richtig funktionierende Fluoros beschädigt wurden. So. Ich kann zu gefundenen Maschinen, die ich nicht sofort reparieren will, leicht zurückkehren, indem ich meine Plankarte nutze. Sobald alle Maschinen wieder funktionieren, kann ich Zugriff auf den Fabrikkern im Obergeschoss erlangen, wo sich die Problemquelle befinden soll. Es ist nicht möglich zu sagen, was mich dort erwarten wird. Okay. Fahrt, wer bist du denn? Kann ich dich einsaugen? Nö, kann ich dich abspritzen? Ja, aber viel bringt uns nicht. Au. Und ab. Oh. Au, 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 au. Also, soweit ist schon klar. Lava ist heiß. Au. Hörst du auf mich zu spritzen?
Au, 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 au. Puh. So weit, so gut. Ach, da geht das schon wieder weiter. Ich dachte, das Spiel hat mit Wasser zu tun und nicht mit Lava. Ist ja nicht so ganz das gleiche, ne? Na komm. Hey, mal wieder ein Knopf. Ein Knopf. Hallo? Ah. Wieso funktionieren die denn nicht? Mach dich mal hier, Viech. So, tu was. Tu was. Hm. Ja, und dann ist dieses Spiel auch schon abgestürzt.